Und damit hallo zu einem weiteren Part von Simon's Sorcerer Teil 1. Ja, wir hatten ja letztens in dieser Kneipe aufgehört, die wir suchen sollten, weil sich darin die Zauberer befinden sollen, die uns in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen können, damit wir Zauberer werden, damit wir das Zauberbuch benutzen können, um damit Kalypso aus den Fängen des gemeinen Zauberers Sorde zu befreien. Ja, das hat sich jetzt irgendwie super toll angehört. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir diese ganze Charaktere jetzt erstmal kurz links liegen und schauen uns diesen Nebenraum hier an, weil darin befinden sich nämlich diese vier Zauberer, die uns helfen sollen. Und tada, da sind sie schon. What? Oh Mann, ist das gut. Und jedes Mal, wenn ich in diesen Raum komme, finde ich diesen Typen so unglaublich lustig, weil der so einen tollen Dialog, Akzent hat. Der Dialog von ihm ist auch super. Dann, Simon, schau dir die Dinger doch mal an. Okay. Da muss ich aber dazu sagen, die Verkleidung ist scheiße. Ja, dann reden wir doch mal am besten mit den Vieren. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Was ist das für ein Spiel? Wir kommen gleich zum Haupttext. Oh, ist das geil. Und ja, sie haben einen seltsamen Akzent. Nein, natürlich nicht. Wer bin ich denn? Das würde ich doch niemals tun. Nein, natürlich nicht. Zwinker. Untere Verkleidung ist viel zu nah. Oh je. Ja, genau. Oh Gott, ist das Gute. Ja, genau, das nehme ich doch. Schon kommen wir, weswegen ich eigentlich hier bin. Fragen wir doch erstmal, was Sie über diesen Sordid-Typen wissen. Über diesen Sordid-Typ? Solche Informationen geben wir an dich bestimmt nicht weiter. Warum? Ich bin einer von euch. Hör auf. Aber ich habe die Klamotten an. Und schon bin ich draußen. Verdammt. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Die quatschen wir nochmal an. Ich tue alles, um ein Zauberer. Ja, natürlich. Ich tue alles, um ein Zauberer zu werden. Alles? Oh ja. Alles. Nun, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Du musst wissen, alle neuen Zauberer müssen der Gilde erst einen Dienst erweisen, bevor sie aufgenommen werden. Ist das nicht richtig, Genossen? Ja, das ist richtig. Oh mein Gott, was finde ich diesen Typen super, ey. Jetzt wird's interessant. Angeblich hier irgendwo versteckt. Und wir wollen, dass du ihn für uns findest. Okay. Und dann werde ich Zauberer? Und dann werde ich Zauberer, richtig? Wenn du den Stab findest, wirst du aufgenommen. Na dann. Ja, wo könnte sich das gute Stück denn befinden? What? Was für ein Name ist das denn? Listige Typen, diese Geisterbeschwörer, machen immer mit Flüssigkeiten und Innereien herum. Vielleicht wurde er damit begraben. Wie begraben? Ist der Typ tot oder was? Aha. Ich glaube, das werden wir noch herausfinden. Ja, wie sieht dieser Stab denn aus? Er ist ungefähr 1 Meter lang mit einer Kristallleuchte am Ende. Okay, wie so ein Zauberstab halt meistens aussieht. Ja, genau. Da würde ich sagen, nur Problemo, das Ding finden wir doch. Wir freuen uns auf deine
Dann bin ich ja mal gespannt, wo wir dieses Gerät finden werden. Der Ostwind? Was ist falsch mit euch, Leute? Ja, genau. Und ich bin der Tornado, der über alle hinwegfegt. Ja, was können wir denn tun? Dann würde ich sagen, fragen wir doch am besten mal den Barkeeper. Vielleicht weiß der ja irgendetwas über diesen Zauberstab, den wir finden sollen. Oder vielleicht über diesen Geisterbeschwörer. Oder vielleicht weiß er sogar, wo Kalypso hin ist. Okay, und was weißt du über Sordid? Was weißt du über Sordid? Geht so. Er wohnt oben in den Craggybergen und bleibt gewöhnlich allein, doch er hat meinen Umsatz verzehnfacht. Hä? Okay, wie schafft der das denn? Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So, ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber so ist das heute nicht. Der alte Kerl bleibt immer allein, er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht, Basta. Oh mein Gott, ich finde diesen Barkeeper ja auch toll, irgendwie hat er sowas völlig Tiefenentspanntes an sich. Schlägt so ein bisschen nach meiner Art, würde ich sagen. Oh ja, das stimmt allerdings, ey, du redest verdammt viel. Und ehrlich ist er noch dazu. Ein sympathischer Kerl. Ich glaube, das interessiert ihn nicht wirklich. Irgendwie hat er aber nichts weiter. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Die Walküren, der Zwerg. Kann man mit den Walküren reden? Vielleicht wissen die ja was. Hallo. Was willst du denn, Junge? Simon, willst du die wirklich anmachen? Oh mein Gott. Ja gut, hey, jeder nach seiner Fasson. Wenn du drauf stehst, dann würde ich doch mal sagen, ja, nehmen wir die zweite Tür, hört sich doch super an. Okay, das war dann wohl die harte Abfuhr. Schau dir doch mal diesen Zwerg hier an. Kann man irgendwas mit dem Zwerg... Kann man den Bart wegbrennen? Moment, das probiere ich jetzt mal aus. Das geht doch so nicht. Okay. Oder vielleicht... Ah, das probiere ich einfach. Mal schauen. Nein, oder? Ach komm, Simon, nein. Original, du hast ihm jetzt tatsächlich den Bart abgeschnitten, Mann. Really? Oh mein Gott. Okay. Bloß nicht drüber nachdenken, da kriegst du nur Kopfschmerzen von, ey. Lass es, lass es. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch hier mal weiter um und gucken mal, wo uns das hinführt, oder? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, dann, was war hier nochmal? Ich glaube, da war der Bauchladencremer, oder? Ja, meine ich doch. Ja, Tatsache. Dann schauen wir uns doch hier links nochmal um. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas, was uns irgendwie helfen könnte. Aha. Wagenrad. Eine Leiter. Okay. Kannst du die Leiter mitnehmen?
Oh mein Gott, ja, er kann sie mitnehmen. Ich finde diesen Hut toll. Ganz ehrlich, so einen möchte ich manchmal auch im richtigen Leben haben. Man kann seinen ganzen Krempel reinpacken kann, ohne dass das Behältnis, in dem sich der Krempel befindet, schwerer wird. Super toll, super toll. Es geht hoch oder runter. Ja, wie auch sonst. Links, rechts leider gibt's nicht, Simon. Wäre mir zumindest neu. Kannst du denn auch das Wagenrad mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ach komm schon, ey. Du hast eine Leiter eingepackt, aber das Rad ist dir dann doch zu groß. Ja, ja. Okay, nicht drüber nachdenken. Es gibt, glaube ich, nur Kopfschmerzen. Kann man hier rein? Ja, doch, ja. Ah, genau, sehr schön. Was haben wir denn hier? Und vor allen Dingen, wer lässt sein Haus unverschlossen da? Es könnten ja Leute kommen und Sachen klauen. He, he, he. Ja, dann würde ich doch sagen, pack mal die langen Finger aus, Simon. Und nimm mit, was geht. Haben wir hier, was haben wir da? Aha, Erkältungssaft. Ein super starker Elefantenhustensaft. What? Wer zum Geier trinkt sowas? Was muss man vor allen Dingen für einen Husten haben, um so ein Zeug zu saufen? Was haben wir hier noch? Da, Spezienglas. Kannst du das auch mitnehmen? Ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, ich finde die Musik ja eigentlich super toll, ey. I love MIDI Sound. Schon immer. Ich habe auch ein Faible für 8-Bit-Musik. Finde ich auch super klasse. Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Okay. Würmer? Vielleicht? Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Wer hängt sich sowas in die Bude? Kannst du ihm irgendwie die Hörner das abschneiden? Geht doch so. Kannst du ihn überhaupt mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay. Ja, dann, verdächtige Kräuter. Was sind das denn für verdächtige Kräuter? Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Aha. Okay. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht drauf weiter ein. Ich könnte mir vorstellen, jeder weiß, was damit gemeint ist. Kannst du die mitnehmen? Ich komm nicht dran. Ach, verdammt. Hast du denn vielleicht irgendwas? Bist du vielleicht mit der Leiter daran? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Und immer wieder wirkt er dir eins rein, wenn er etwas nicht tut, was du willst, dass er es tut. Ja, egal. Gibt's hier noch irgendwas oder rennen wir wieder im Kreis? Hö? Okay. Bienenstock. Okay, eine Schokoladentrüffeltür. Ja, ist das das Hexenhaus von Hänsel und Gretel oder was? Und wieder mal ist die Tür abgeschlossen. Ich hab's doch schon fast gedacht, ey. Ha, genau. Versuch mal, ob du die Tür essen kannst. Das habe ich nie so ganz verstanden. Was, Türen zu essen? Hallo, es ist eine Schokoladentrüffeltür. Stehst du etwa nicht auf Schokoladentrüffel oder was? Ach Mann. Ja gut, schau dir nochmal kurz den Bienenstock an. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Nimm die Bienen. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich glaube, so groß sind die Bienen nicht. Kannst du die denn mit dem Glas fangen? Das geht doch so. Und wieder hat er mir eins reingewirkt, jawoll. Und mit diesen deprimierenden Worten würde ich sagen, beende ich auch diesen Part von Simon. Wir haben nicht wirklich viel erreicht. Wir haben ein paar neue Items gefunden. Vor allen Dingen, wir haben einem Zwerg den Bart abgeschnitten. Was ich schon ein bisschen schräg finde, aber passt zum Humor des Spiels. Ja, und da würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil. Und dann einen schönen Abend noch. Und... Bye.